Das ist Nancy, eine Autokundin, wie sie sich die chinesische Staatsführung wohl kaum besser wünschen könnte. Sie hat sich vor einem halben Jahr hier in Peking ein Elektroauto gekauft. Kein ausländisches Modell, sondern ein chinesisches, einen NIO. Ehrlich gesagt glaube ich, dass fast alle deutschen Autos noch Verbrennermotoren haben. Sie konzentrieren sich nicht auf Elektroautos, wie NIO es tut. Ich hatte mir damals auch einen Porsche Taycan angesehen, aber die Reichweite war nicht so gut. Sonst hätten wir vielleicht auch ein ausländisches Modell gekauft. Nancy spricht aus, was auf Chinas Straßen längst unübersehbar ist. 80% der verkauften E-Autos sind mittlerweile chinesische Marken. Mit katastrophalen Folgen für die deutschen Hersteller. Zum ersten Mal seit Jahrzehnten hat BYD Volkswagen in der Volksrepublik als Marktführer abgelöst. Deutsche Stromer werden zu Ladenhütern. Marktanteil VW 2,4%, BMW, Mercedes und Audi kommen auf nicht mal 1%. Wie kommt es zu diesem chinesischen E-Auto-Wunder? Warum hat sich auch Nancy für ein chinesisches Modell entschieden? Für sie zählte vor allem eine deutlich schnellere Lieferzeit als bei deutschen Herstellern, digitale Extras und ein umfassender Service. NIOs Stärken sind Technologie, Reichweite und das Angebot für die Batterie. Wenn die Batterie in ein paar Jahren nicht mehr so leistungsstark ist, würde der Hersteller die Batterie und das Auto zurückkaufen. Und ich kann dann ein neues erwerben. Diese Garantien waren der Grund, warum ich mich für diese Marke entschieden habe. Fakt ist aber auch, der Umstieg auf die Elektromobilität in China wurde von der Staatsspitze beschlossen und seitdem massiv gefördert. Steuern beim E-Auto-Kauf fallen weg. Umgerechnet 20.000 Euro Preisnachlass für ein Elektroauto, keine Seltenheit. Auch die eigenen Autohersteller erhalten staatliche Subventionen und haben dadurch Wettbewerbsvorteile gegenüber ausländischen Firmen. Das schlägt sich auch auf die Preise nieder und auf die Beliebtheit bei den Kunden. Wenn ich mir ein E-Auto kaufe, dann einen Li, BYD oder Xiaopeng. Von den drei Marken gibt es viele spannende Modelle. Mir fallen zuerst BYD, Tesla, Xiaopeng ein. Ja, diese Marken. Die nationalistische Staatspropaganda wirkt. Viele Chinesen meiden mittlerweile westliche Produkte. Seit 2009 hat die Regierung umgerechnet mehr als 26 Milliarden Euro zur Förderung von E- und Hybridautos ausgegeben. Selbst Tesla, das sich als einziger ausländischer Hersteller auf Chinas E-Automarkt behaupten kann, wirbt mit regelrechten Dumpingpreisen, um überhaupt mithalten zu können. Ganze 40% weniger kostet ein Tesla in China im Vergleich zu den USA. Der Kampf um den wichtigsten Automarkt der Welt, er könnte kaum deutlicher sein auf der wichtigsten Automesse, der Auto Shanghai. Früher mussten chinesische Hersteller hier oft viel Geld bezahlen, um einen Stand neben einer deutschen Premium-Marke zu ergattern. Heute sind die Chinesen die Messestars und füllen ganz alleine mehrere Hallen. Sie strotzen vor Selbstbewusstsein. Ich glaube, wir haben einen neuen Industriestandard gesetzt bei der künstlichen Intelligenz, sowohl beim autonomen Fahren als auch bei smarten Cockpits. Und unsere Rechenleistung ist jetzt schon die stärkste der Welt für Serienfahrzeuge. Der derzeit erfolgreichste chinesische Autobauer mit dem englischen Namen Build Your Dreams, kurz BYD, wirbt bei seiner Show vor allem mit Umweltschutz. Dass in China der Strom allerdings noch zu knapp 70% aus fossilen Energiequellen stammt, interessiert am Messestand keinen. Der Ansturm ist gewaltig. Für die deutschen Autobauer eine ernsthafte Bedrohung. Auf der Automesse überschlagen sie sich fast mit ihrem Werben um chinesische Kunden. Ciao, Shanghai. The heart of BMW beats here in China. And it's great to be back. We tailor our cars and technologies even better to the needs of our Chinese customers. Die Anspannung ist gewaltig. Das bekommen auch wir deutschen Medien zu spüren. Funkelnde Premierenpartys, China-Supershow-Influencer. Doch ein Interview zur Frage, warum deutsche Hersteller bei E-Autos in China so schlecht dastehen, will uns niemand geben. Auch die Präsidentin des Deutschen Verbands der Automobilindustrie ist nach Shanghai gekommen. Sie ist zu einem Gespräch bereit.
Es ist natürlich eine ernstzunehmende wettbewerbliche Situation, vor allem weil der chinesische Staat auch massiv seine Unternehmen unterstützt, weil auch eine bessere Situation ist, was Rohstoffe, was Energie und andere Themen angeht. Also erst einmal müssen wir auch unsere eigenen Hausaufgaben machen in Europa, in Deutschland, weit über die Automobilindustrie hinaus. Bei BYD etwa liegt die gesamte Wertschöpfungskette in einer Hand. Von Lithium-Schürfrechten in Afrika und Südamerika über eine eigene Batteriezellenfertigung bis hin zur Autoproduktion. Und Chinas Autoindustrie profitiert von ausländischem Know-how. Wir können bei Great Wall Motor drehen, bekommen Einblicke in eine der größten chinesischen Produktionsstätten. In der Vergangenheit war das kaum möglich, doch jetzt öffnet man uns Tür und Tor mit breiter Brust. Great Wall stellt gerade um von Verbrenner auf E-Autos. Was in der Fabrik auffällt, viele Roboter und Produktionsmaschinen tragen bekannte Namen. Siemens, Bosch, ABB. Das chinesische E-Auto-Wunder fußt maßgeblich auf europäischer Hightech. Ich glaube, das zeichnet die chinesischen Autohersteller aus, dass wirklich sehr, sehr offen mit dem Thema Technologieherkunft, aber auch eben das Wissen von europäischen Experten an Bord geholt wird, um am Ende das beste Ergebnis zu erzielen. Made in China soll in Zukunft für Hightech und höchste Qualität stehen. Ganz nach dem Willen der kommunistischen Partei. China kauft in Europa Wissen und Technik ein. Deutsche Autobauer werden immer weiter abgehängt. Ein massives Problem, denn mit dem größten deutschen Industriesektor könnte die gesamte Wirtschaftskraft in der Bundesrepublik geschwächt werden. China fährt das Rennen um den boomenden E-Automarkt immer aggressiver.